Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen gibt's, kann man sagen, drei Rezepte auf einem Teller. Ich habe heute Kartoffelpüree mit Mairübchen gemacht. Schmeckt so lecker. Mal ganz anderer Geschmack als einfach nur Kartoffelpüree. Dazu habe ich gemacht Riebchen in meine Heißluftfritteuse und die sind mir auch gut gelungen. Und noch was habe ich einen Salat, Spinatsalat mit Erbsen gemacht, mit gefrorenen Erbsen. Noch ein bisschen dazu natürlich noch Tomaten und ein bisschen Feta-Käse. Und so sieht mein Teller heute zum Mittag aus. Sehr, sehr lecker. Ich freue mich, an den Tisch zu gehen und dieses Mittagessen genießen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Video anschauen und vielleicht einer oder die andere wird das auch nachkochen. Die Schellrippchen habe ich schon gestern so gewürzt und zu marinieren im Kühlschrank gestellt. Ich habe die ganz einfach mariniert mit etwas Teriyaki-Soße, bisschen Sojasauce. Von meiner Barbecue-Rhabarber-Soße habe ich auch dazu gegeben. Und mit den Fleischgewürzen, was ich auch selber zubereite, kann ich euch Link auch reinstellen. Einfach so gewürzt, bisschen noch Pfeffer und werde die im Heißluftfritteuse zubereiten. Ich werde die einfach auf den Rost legen und erstmal werde ich auf niedrige Temperatur ein bisschen sozusagen vorkochen, vorbraten und dann zum Knusprigen mache dann noch ein paar Minuten auf den höchsten Temperatur. Und weil ich jetzt meine Heißluftfritteuse habe, möchte ich weniger wie möglich meinen großen Backofen anmachen. Es spart man schon Energie und Zeit, braucht man nicht immer vorheizen. So, ich habe jetzt ein Riebchen auf Heißluft gestellt. Der gibt nur 150 Grad als Mindestes. Lasse ich 150 Grad und 20 Minuten. Und mal schauen, was dann wird. Ich hoffe, es wird euch den Geräusch von Luftfritteuse nicht stören und wir machen es mal weiter. Ich werde heute einen Kartoffelbrei machen mit den Mairübchen. Das heißt, das Mairübchen und Kartoffel schälen wir jetzt grob und im Salzwasser werden wir einfach weich kochen. So, Kartoffel und Mairübchen habe ich geschält, grob geschnitten, gebe ich jetzt Salz dazu und stelle weich kochen. So, das Wasser kocht und jetzt gebe ich gefrorene Erbsen rein. Koche nun kurz auf und lasse die ungefähr so 4 Minuten blanchieren im heißen Wasser, dass die noch knackig bleiben. Jetzt stelle ich auf den Herd und wenn es nur fängt zu kochen, Herd aus und einfach 4 Minuten im heißen Wasser blanchieren. Was können wir noch vorbereiten für unseren Salat? Das ist die Körner oder Nüsse ein bisschen anrüsten, dass sie einen besseren Geschmack haben. Einfach so Handvoll. Ich habe hier Mix. Ihr könnt natürlich nach eurer eigenen Geschmack zum Beispiel nur Haselnüsse nehmen oder Pinienkerne nehmen. Es ist dann egal. So ungefähr 2 Esslöffel wird das schon reichen. Und lasse es kurz anrösten. Einfach auf die trockene Pfanne. So, die Körner habe ich kurz angeröstet und nehme aus der heißen Pfanne raus zum Abkühlen. Die Erbsen habe ich auch schon von dem Herd weggenommen und noch 1 Minute und dann kann ich die abschrecken. So, unsere Riebchen sehen sehr gut aus. Schaut ihr, wie nach 20 Minuten so toll aussehen. Ich mache das erstmal rein und stelle auf Programm warm halten. Und dann wird die Heißluftfritteuse bei 75 Grad ungefähr so 30 Minuten jetzt warm halten, wenn ich so lange brauche. Sonst nimmt man einfach die Rippchen dann, wann man die braucht. So, wir machen jetzt weiter mit unserer Salat. Ich habe hier jetzt Spinatkruste da
Und weil ich habe nicht so viel Spinat rausbekommen, habe ich auch noch ein bisschen hier mir so einen Mixsalat genommen. So Feldsalat, dunkle und helle und so weiter. Werden wir jetzt erstmal kurz abwaschen und wenn es nötig ist, kann man noch klein schneiden und in eine Salatschüssel reinlegen. So, unsere Spinat und Salat haben wir jetzt abgewaschen und kann sie so grobe Stücke einfach so mit den Händen zerreißen. Brauchen wir gar nichts Messer. Dann können wir schon unsere Erbsenplanschette reingeben. Ich habe die richtig schön mit kaltem Wasser abgeschreckt. Und wenn ihr jetzt probiert, denkt man, das ist richtig frische Erbsen aus dem Garten, wenn man die pflückt und gleich schön knackig und saftig. Dann habe ich mir noch hier vorbereitet so eine kleine Cocktailtomaten und die werde ich vierteln. So. So, das wird schon reichen. So, das haben wir jetzt vorbereitet und jetzt werden wir noch ein Dressing machen. Dressing machen wir mit Minze. Ich habe die schon abgespült und jetzt werden wir ein paar Blättchen uns abzupfen und ganz fein schneiden. Wow, wie toll es riecht. Nehmt ihr so viel, wie es das nach eurem eigenen Geschmack und ganz, ganz fein schneiden. Ich werde Dressing einfach in die Tasse machen. Gebe einfach schon die Pfefferminze rein. Dazu gebe ich 2 Esslöffel Essig. Und wenn es die Säure zu wenig wird, kann man immer noch nachwürzen oder Zitronensaft auch dazu geben. So ungefähr so viel Senf, so ein richtig guter Teelöffel. Und genauso viel Mayonnaise, auch so ein Teelöffel. Alles gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen, für die Süße oder Agavendicksaft oder Honig kann man auch nehmen oder Prise Zucker nimmt man, wieder alles gut verrührt und geben wir noch dazu ein gutes Schuss von Olivenöl. So ungefähr für diese Schüssel nehme ich schon so 3 große Esslöffel. Und jetzt richtig gut so aufschlagen. Salat haben wir schon vorbereitet. Ich werde erstmal Dressing nicht reinmachen, sondern kurz vorm Servieren. Genauso wie zum Beispiel geröstete Körner und den Feta-Käse oder Ziegenkäse. Bevor wir jetzt unsere Kartoffelrüppchen-Püree werden wir erstmal Schnittlauch klein schneiden, weil wir werden auch ein bisschen davon reinstampfen. Sieht dann auch schön aus. Aus diesem Gericht kann man auch natürlich schöne vegane Variante machen, wenn wir zum Beispiel aus Salat die Feta-Käse wegmachen und dazu kein Fleisch servieren, sondern Kartoffelpüree mit Mairübchen und Salat. Stampfen Kartoffelpüree kann man auch mit Pflanzenmilch. So, jetzt werde ich den Kartoffel absieben. Ist es schon fertig und dann werden wir es stampfen. Ich werde mit süßer Sahne stampfen und wie gesagt, es kann man auch natürlich mit pflanzlicher Milch stampfen. Oder wer gerne mag, kann auch hier Butter, Stückchen Butter dazu geben. Es ist jedem selber überlassen, wie es wird das machen. Aber mit Sahne schmeckt es auch gut. So, die Sahne reicht. Nicht zu viel reinmachen, dass es nicht zu dünn wird. Und ich gebe jetzt so ungefähr die Hälfte von dem Schnittlauch. Und den Rest lasse ich dann für später oben zu servieren. Probiert ihr und vielleicht kann man auch nachwürzen mit Salz und Pfeffer. Ich habe es probiert, das Salz ist genug, aber Pfeffer kann man immer dazu geben. So, unser Mittag ist jetzt fertig und können wir jetzt komplett auf den Teller servieren.
stellen wir an die Seite und machen wir jetzt unseren Salat fertig. Geben wir jetzt Dressing. Den Dressing unbedingt probieren und vielleicht abschmecken. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und die Körner dazu geben. Das kann man gleich jetzt mischen, wenn er gleich am Tisch es schon stellt. Oder lässt mal so. Dann fällt er nicht so zusammen. Und jetzt noch den Käse ein bisschen streuen. So einfach krümeln. So, jetzt ist die Zeit, servieren unser Essen. Schaut ihr unsere Rippchen? Ich habe die zwischendurch nochmal 10 Minuten zum Rösten angemacht. Dann haben die gleich so eine schöne knusprige Kruste drumherum bekommen. So, lecker. So, Rest stelle ich in die Fritteuse, dass es warm bleibt. Und dann kommt den Kartoffelrüppchen Püree und natürlich leckerer Salat. So, meine Lieben, das ist heute unser Mittagessen. Ziemlich einfach, aber echt sehr, sehr lecker. Und mich interessiert jetzt, ob mein Fleisch jetzt nach 30 Minuten auch gar ist. Aber es liegt natürlich auch am Fleisch. Eventuell, vielleicht könnte man auch noch 10 Minuten länger machen. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Gericht gefallen und einer oder die andere wird das nachmachen oder vielleicht nur Kartoffelpüree mit Rüppchen mal ausprobieren oder diese wunderbare Spinaterbsensalat, wirklich sehr, sehr lecker. Und natürlich, wenn einer von euch schon so eine Heißluftfritteuse hat, dann wird es auch mal ausprobieren. Link zu meiner Heißluftfritteuse stelle ich euch unten in die Beschreibung. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!